Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Liebe Gäste, ich darf Sie hier im Vortragssaal Friedrich-Walter-Saal des Machium herzlich begrüßen und auch zu Hause im Livestream. Ich erinnere nochmal daran, heute ist der 2. November 2023. Ich erinnere deshalb daran, weil wir als Archiv und Haus der Stadtgeschichte heute ausnahmsweise mal nicht im Nachtrag kommen, sondern gewissermaßen eine Woche verfrüht. Unser heutiger Gast, Wolfgang Nies, berichtet über den 9. November als besonderen Tag in der deutschen Geschichte. Aus verschiedenen Gründen ließ es sich nicht anders einrichten, sodass wir uns eben jetzt schon eine Woche vorher treffen. Aber vielleicht ist das Datum auch gar nicht so wichtig. In seinem mittlerweile gar nicht mehr neuesten, aber immer noch sehr aktuellen Buch über den 9. November als sogenannten Schicksalstag der deutschen Geschichte zeigt Wolfgang Nies auf, was an diesem Datum alles geschah, aber vor allem auch, wie diese Ereignisse jeweils in Zusammenhang stehen. An einem 9. November wurde die Deutsche Republik ausgerufen, versuchte Hitler sich an die Macht zu putschen, fand die Ausgrenzung und Verfolgung deutscher Jüdinnen und Juden in reichsweiten Pogromen einen ersten grausamen Höhepunkt. Am Vorabend des 9. November, also am 8., unternahm der einfache Handwerker Georg Elser ein Attentat auf Hitler. Und schließlich wurde an einem 9. November die Teilung Deutschlands überwunden, die letzten Endes durch den Krieg verursacht war, den Georg Elser durch seine Tat hatte verhindern wollen. Das Buch schildert die jeweiligen Ereignisse, ihre Vor- und Nachgeschichte und ordnet sie in den Gesamtverlauf des 20. Jahrhunderts ein. Dadurch wird klar, dass dieser Tag, der 9. November, dieses Datum kein metaphysisch zu verklärendes Datum in Ereignissen besonderer Fügung ist, sondern dass es jeweils um, Zitat, konkrete und handfeste Politik geht. Eigentlich, so habe ich, aber so haben es auch Rezensentinnen und Rezensenten das Buch verstanden, argumentiert Wolfgang Nies gegen den Begriff des Schicksalstags. Freilich ist der 9. November ein erinnerungspolitisch bedeutender Tag. Jährlich finden Gedenkveranstaltungen an die Reichspogromnacht statt, erinnern Medien, Politik und Kultur an den Mauerfall. Die anderen Ereignisse sind weniger präsent, werden aber auch immer wieder thematisiert. So bedeutend die Ereignisse des 9. November in Erinnerung sind, und obwohl das Datum ein feststehendes in der Erinnerungskultur der Deutschen ist, hat diese Bedeutung nie eine offizielle Form bekommen. Ich bin sicher, dass Sie, Herr Nies, darauf eingehen werden oder wir es vielleicht im Anschluss an eine kleine Diskussion besprechen werden, warum das so ist. Unser heutiger Gast, Wolfgang Nies, ist Historiker, Autor und Moderator. Schon seit den 1970er Jahren, also offensichtlich in sehr jungen Lebensjahren und seitdem immer wieder, hat er sich wissenschaftlich und publizistisch mit der Revolution von 1918-19 auseinandergesetzt. Das Thema hat Sie, lieber Herr Nies, offensichtlich über Jahrzehnte nicht losgelassen. 2011 promovierten Sie an der Uni Stuttgart über das Bild der deutschen Revolution von 1918-19 in der deutschen Geschichtsschreibung. Herr Nies hat lange vor 2011 in Stuttgart und Tübingen Geschichte, Politikwissenschaft, Mathematik und Kommunikationswissenschaften studiert. Ganz praktisch hat er von 1979 bis 2018 Kommunikation betrieben, nämlich als Redakteur, Autor und Moderator beim SWR bzw. früher beim SDR, zuletzt als leitender Redakteur beim SWR Fernsehen. Er gehört dem wissenschaftlichen Beirat des Vereins Weimarer Republik zum Haus der Weimarer Republik an. Wolfgang Nies hatte aber immer wieder auch die Energie gefunden, Bücher zur Zeitgeschichte zu veröffentlichen, etwa über die Rundfunkgeschichte, den Widerstand gegen das NS-Regime, Deutschlands als Einwanderungsland und viele, viele andere Themen. Rezipierend war er tätig als Redaktionsleiter der erfolgreichsten Büchersendung im deutschen Radio, der bis 1998 ausgestrahlten Bücherbar beim SDR. Heute betätigt sich unser heutiger Gast freiberuflich weiter als Historiker, Autor und auch Moderator. Erst vor wenigen Wochen hat er hier im Raum ein Zeitzeugengespräch zu den rassistischen Ereignissen vor einer Flüchtlingsunterkunft in Mannheim-Schönau 1992 moderiert. Ich freue mich, lieber Herr Nies, dass Sie heute wieder den Weg nach Mannheim gefunden haben. Bevor ich Ihnen das Wort gebe, möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass Sie, liebe Gäste, im Anschluss die Gelegenheit haben, im Foyer nicht nur das Buch über den 9. November zu kaufen, sondern auch das neueste Werk von Wolfgang Nies, das erst in diesem Jahr erschienene Buch über den Hitlerputsch 1923, Geschichte eines Hochverrats. Und damit sind wir wieder am 9. November. Und damit übergebe ich Ihnen das Wort, Herr Nies. Vielen herzlichen Dank. Das war ja eine wunderbare Begrüßung und Vorstellung. Ganz toll. Ich habe eine Menge über mich erfahren, was ich schon fast vergessen hatte.
Sehr schön. Ja, dieser 9. November und die Revolution in erster Linie, zunächst mal bei mir, das hat mich sehr früh begonnen zu beschäftigen. Aber in der Frühphase war die Revolution gar nicht so sehr mit dem 9. November bei mir verbunden, sondern es war die Zeit, in der diese Revolution behandelt wurde als eine große versäumte Chance einer grundlegenden Demokratisierung in Deutschland. Das war so in den späten 60er und frühen 70er Jahren der Fall, dass diese Revolution so behandelt wurde. Und ich habe damals begonnen, meine Doktorarbeit zu schreiben darüber, wie lang es denn wohl dauert, bis neue Erkenntnisse der Wissenschaft einfließen in populäre Darstellungen, in Schulbücher und so weiter. Und dann kam Helmut Kohl dazwischen. Das war insofern bedeutsam, als Kohl ja damals 82 die ja auch historisch bedingte Wende ausgerufen hat. Also da ging plötzlich ein Ruck auch durch die Geschichtswissenschaft und die Behandlung der deutschen Geschichte. Man hatte den Eindruck, Kohl will eine neue Nationalgeschichte ins Leben rufen. Und das hat sich im Hinblick auf die Art und Weise, wie man mit dieser Revolution 1918-19 umging, ganz gravierend ausgewirkt. Plötzlich gab es so ein Rollback zu Positionen, wie sie in den 50er Jahren vertreten waren, was diese Geschichtsschreibung zur Revolution angeht. Und mein Thema für die Dissertation war erledigt auf die Art und Weise, weil plötzlich gar nicht mehr klar war, dass da neue Erkenntnisse sind, die jetzt irgendwie ihren Weg in die Schulbücher und sonst wohin finden müssen, sondern plötzlich waren die neuen Erkenntnisse gar nicht mehr so sehr Common Sense innerhalb der Geschichtswissenschaft, dass man sie als solche hätte bezeichnen können. Und dann kam mir der Gedanke, irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, schreibe ich wirklich mal eine Geschichte der Geschichtsschreibung über diese Revolution, weil schon diese Ereignisse im Kontext mit Kohl deutlich gemacht haben, dass das Bild dieser Revolution ungeheuer stark von aktuellen politischen Strömungen abhängt. Und das lässt sich dann in der Tat zeigen, bis zurück ins Jahr 1918, wo diese Revolution begonnen hat, um den 9. November rum, dass das Bild, das von in der Geschichtswissenschaft und natürlich auch in der Öffentlichkeit über diese Revolution da ist, viel, viel mehr von aktuellen politischen Stimmungen, Strömungen und so weiter abhängig ist, als von irgendeiner Art von historischer Forschung. Das ist dann die Dissertation im Jahr 2011 geworden und hat mich direkt dazu gebracht, damals zu sagen, also wenn das so ist, dann ist es doch an der Zeit, ein Buch über diese Revolution, eine populäre Darstellung zu schreiben, die eben unserer Zeit gemäß ist, die in unsere Zeit passt. Und so ist dann dieses Buch über die Revolution entstanden. Und aus dem ist eigentlich relativ direkt dann das über den 9. November gekommen, über das ich heute vor allem reden will, aus Anlass dieses Datums. Dieser 9. November ist ja in der Tat ein ganz besonderer Tag für uns Deutsche. Der Bundespräsident hat ihn vor 2 Jahren als einen ambivalenten Tag bezeichnet, ein heller und ein dunkler Tag. Und die meisten werden hier in Mannheim, wenn sie an den 9. November denken, doch an die Pogromnacht 9.10. November 1938 denken, die ja auch in Mannheim dazu geführt hat, dass Synagogen angezündet worden sind, dass jüdische Geschäfte verwüstet worden sind, jüdische Deutsche misshandelt worden sind. Offenbar ist niemand zu Tode gekommen in Mannheim, aber das war eher die Ausnahme als die Regel. Also so habe ich es jedenfalls im Wikipedia und sonst wo im Netz gefunden, dass in Mannheim niemand getötet worden sei in dieser Nacht. Die Erinnerung daran ist, ja? Ich habe eine Bitte, könnten Sie freundlicherweise direkt ins Mikrofon sprechen? Sie haben völlig recht und ich danke sehr herzlich, dass Sie sich gleich gemeldet haben. Es ist ja nur eine Frage, wie man das macht. Besser zu verstehen jetzt, wenn ich so rede? Ja? Bisschen höher das Mikrofon, aber ich beug mich manchmal nach unten. Also wir kriegen das hin, glaube ich. Ja? Ja, und Sie melden sich bitte wieder, wenn es zu leise sein sollte. Ich kann auch ein bisschen lauter sprechen, aber es versiegt dann manchmal im Laufe der Zeit. Also, 9. November 1938, sicher in Erinnerung in Mannheim, aber bestimmt auch der Fall der Mauer.
am 9. November 1989, den ja damals kaum einer für möglich gehalten hat, ich jedenfalls nicht, muss ich zugeben, die Bilder von diesen jungen Leuten auf der Mauerkrone vor dem Brandenburger Tor sind ja damals um die Welt gegangen und auch zum Symbol geworden für den Beginn einer neuen Zeit. Auch dieser Mauerfall und die friedliche Revolution in der DDR haben mit Sicherheit dauerhaft einen Platz in der Geschichtskultur unseres Landes. Das gilt in der Weise eben noch nicht oder nicht für den 9. November 1918, als in Berlin die Republik ausgerufen wurde. Die siegreiche Novemberrevolution hat damals die Monarchien beseitigt, den Grundstein gelegt für die erste deutsche Demokratie. Und dieser 9. November, der ist zumindest im Westen lange in Vergessenheit geraten und im Grunde erst in den letzten Jahren wieder entdeckt worden. Zum 100. Jahrestag gab es zum ersten Mal im Deutschen Bundestag eine Gedenkstunde und der Bundespräsident hat den 9. November 18 als einen Meilenstein in der deutschen Demokratiegeschichte bezeichnet. Das hat vor ihm noch kein deutsches Staatsoberhaupt getan. 5 Jahre nach der Ausrufung, wir haben es gerade schon von Ihnen stichwortartig gehört, der Republik, hat Adolf Hitler dann seinerzeit in München am 8. 9. November einen Putsch unternommen, um diese Republik zu beseitigen. Auch dieser Hitlerputsch sollte nicht in Vergessenheit geraten. Und dann gehört nach meiner Überzeugung, und ich kann es nachher auch gut begründen, auch das Attentat von Georg Elser 1939 in den Kontext des 9. November. Das fand zwar am 8. November statt, aber das gehört in diesen Kontext. Elsa hat damals den Versuch unternommen, nicht nur Hitler, sondern andere führende Nazis, die im Bürgerbräukeller versammelt waren, zu töten, um den Krieg möglichst schnell zu beenden. Vorgenommen hatte er sich das schon ein Jahr vorher mit dem Ziel, einen Krieg überhaupt zu verhindern. Also es ist eine erstaunliche Verdichtung von Ereignissen an diesem einen Tag des Jahres und deshalb auch nachvollziehbar, dass der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in der gerade schon angesprochenen Gedenkstunde 2018 ganz bündig formuliert hat, der 9. November ist der deutsche Schicksalstag. Er hat ausgeführt, an diesem Datum verdichtet sich unsere jüngere Geschichte in ihrer Ambivalenz mit ihren Widersprüchen, ihren Gegensätzen, das Tragische und das Glück, der vergebliche Versuch und das Gelingen, Freude und Schuld, all das gehört zusammen. Untrennbar, soweit Wolfgang Schäuble. Sie haben es vorhin schon angedeutet, ganz so schicksalhaft ist dieser Tag aber nicht, wie es auf den ersten Blick scheint. Das Zusammentreffen der Ereignisse an diesem einen Tag des Jahres ist doch durch einen roten Faden verbunden, der einen großen Teil des Geschehens verbindet. Der wird aber nur deutlich, dieser rote Faden, wenn man nicht nur auf die 4 oder 5 Großereignisse schaut, die an diesem 9. November stattgefunden haben, sondern auch auf den Umgang der Deutschen mit dem 9. November als Gedenktag. Ich habe gerade schon angedeutet, dass mich diese Revolution 1918-19, also der 9. November 18, sehr intensiv beschäftigt hat. Es war ja eine Revolution, die am Ende eines langen und schließlich verlorenen Krieges stand, die zur Gründung der ersten deutschen Demokratie geführt hat. Und bereits 3 Tage nach der Ausrufung der Republik, also am 12. November 1918, verkündet die Übergangsregierung in Berlin, dass von nun an in Deutschland alle Parlamente in direkter, allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden. Damit war das preußische Dreiklassenwahlrecht erledigt automatisch und damit hatten auch Frauen das allgemeine Wahlrecht, passiv und aktiv. Die Zensur wurde aufgehoben durch diesen Erlass vom 12. November. Ab sofort waren Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit gegeben. Für Betriebe und Behörden ist damals der 8-Stunden-Tag verkündet worden. Gewerkschaften und Unternehmerverbände haben sich 3 Tage danach über Mitbestimmung in allen Fragen der Wirtschaft verständigt. Ganz offensichtlich und erkennbar sollte das neue Staatswesen eben auch eine soziale Republik sein. Diese Novemberrevolution ist tatsächlich ein Meilenstein in der deutschen Demokratiegeschichte.
auch eine Bezeichnung, die Frank-Walter Steinmeier gewählt hat. Zum ersten Mal beginnt an diesem 9. November 18 der Aufbau einer deutschen Demokratie. Das Volk wählt eine Nationalversammlung, 19. Januar 19, und die tritt dann im Februar 19 in Weimar zu ihrer ersten Sitzung zusammen. In Weimar deswegen, weil das Pflaster in Berlin noch zu gefährlich war aufgrund von Unruhen und Aufständen. Deswegen auch bis heute Weimarer Republik. Zug um Zug baut diese Nationalversammlung die neue Republik auf, wählt einen Präsidenten und eine Regierung, verabschiedet eine Verfassung. Anfangs regiert eine Koalition aus Sozialdemokraten, Zentrum, also katholischer Zentrumspartei und linksliberalen Demokraten, DDP, die über eine Dreiviertelmehrheit in dieser Nationalversammlung verfügt. Die Verfassung spiegelt diese Zusammenarbeit von Sozialdemokratie und demokratischem Bürgertum auch wider. Und auf den ersten Blick scheint die Zukunft dieser Republik absolut gesichert bei einer Dreiviertelmehrheit. Aber schon im Entstehen ist die Republik mit gewaltigen Herausforderungen konfrontiert. Es geht damals um das schlichte Überleben. Es geht aber auch, also Überleben heißt Nahrungsmittel, Heizungsmaterial für den Winter. Es geht aber auch um grundsätzliche politische Fragen. Die radikale Linke lehnt eine parlamentarische Demokratie ab, aber sie bleibt damit eine kleine Minderheit, auch innerhalb der Revolutionsbewegung. Ab dem Januar 19 kommt es zu Aufständen und Streiks, die im Auftrag der Regierung von Freikorps und letzten Einheiten der alten kaiserlichen Armee niedergeschlagen werden. Die Truppen gehen dabei vielfach mit äußerster Brutalität vor, was natürlich die Stimmung innerhalb der Republik auch belastet. Aber die größere Gefahr kommt damals von rechts. Die alten Militärs verbreiten schon bald die Legende, die Novemberrevolution sei der Dolchstoß in den Rücken des kämpfenden Heeres gewesen. Ohne Revolution hätte der Krieg vielleicht doch noch gewonnen werden können. Als dann im Frühjahr 19 die Friedensbedingungen der Alliierten auf dem Tisch liegen, geht ein Aufschrei der Empörung durch Deutschland. Diese Bedingungen werden als viel zu hart und ungerecht empfunden und sie werden nicht dem alten kaiserlichen Regime angelastet, sondern der jungen Demokratie. Sehr schnell verliert jetzt die Republik an Zustimmung bis weit ins bürgerliche Lager hinein. Nationalisten und Monarchisten verspüren Aufwind. Es gab Versuche, unmittelbar in dieser Zeit schon 1919 den 9. November zum Nationalfeiertag der Weimarer Republik zu machen. Aber die scheitern auf Reichsebene schon in Ansätzen. Nur überall dort, wo es linke Mehrheiten gibt, wird der 9. November zeitweise zum Feiertag erklärt. In Sachsen war das der Fall, später in Thüringen, in Braunschweig und in Anhalt. Zum ersten Jahrestag dieses 9. November bekennen sich lediglich die Sozialdemokraten vorbehaltlos zur Demokratie. Nicht nur die Artikel in der deutschen nationalen Presse, auch die in bürgerlich-konservativen Blättern lassen kaum ein gutes Haar an der jungen Republik, die angeblich nur Unordnung und Zuchtlosigkeit, Knechtschaft und Hunger gebracht habe und dem Gemüt des deutschen Volkes nichts geben könne. Man liest da Sätze, bei denen man sich heute wirklich nur an den Kopf fassen kann, aber ich kann das jetzt nicht näher ausführen. Es waren eben nicht nur die Extremisten von rechts und links, die gegen die Demokratie Stimmung gemacht haben seinerzeit. Und das zeigt sich dann ganz besonders anschaulich beim zweiten herausragenden Novemberdatum, dem sogenannten Hitlerputsch im Jahr 1923. Adolf Hitler erklärt am Abend des 8. November im Münchner Bürgerbräukeller die Reichsregierung in Berlin für abgesetzt, übernimmt am folgenden Tag mit etwa 2000 Männern einen Marsch zur Feldherrnhalle. Dort kommt es zu einem Schusswechsel mit der bayerischen Landespolizei. 16 Putschisten und 4 Polizisten werden insgesamt getötet. So lernen diese Geschichte, wenn überhaupt, auch heute noch Schüler im Geschichtsunterricht kennen. Wäre das alles, bräuchte man über diesen Putsch kaum ein Wort zu verlieren. Unter Aspekten der Demokratiegeschichte ist der Kontext wichtig, in dem dieser Putschversuch stattfindet.
In Bayern hat sich schon 1920 die Vorstellung breit gemacht, das Land müsse zur Ordnungszelle Deutschlands werden. Gegenpol zum angeblich jüdisch und marxistisch verseuchten Berlin. Alte antipreußische Ressentiments und auch weiß-blaue Wolkenkuckucksheime verbinden sich da zu einer ganz brisanten Mischung. Es entstehen in Bayern zahllose paramilitärische Kampf- und Wehrverbände. Der Freistaat Bayern entwickelt sich in dieser Zeit zum Rückzugs- und Aktionsraum völkischer und nationalistischer Kräfte aus ganz Deutschland. Wem anderswo der Boden unter den Füßen zu heiß wird, der flüchtet in die Ordnungszelle Bayern. Hier wird die Ermordung herausragender Persönlichkeiten der Republik, wie Matthias Erzberger oder auch Walter Rathenau, geplant und organisiert. Stichwort Organisation Konsul, die hat ihren Sitz damals unter Hermann Ehrhardt in München. Die Täter werden im Zweifel von der bayerischen Polizei geschützt und gewarnt. Nach dem Erzberger Mord kamen badische Polizeibeamte nach München, weil die Spur nach München geführt hat. Die Täter sind rechtzeitig gewarnt worden und konnten sich nach Ungarn absetzen. In diesem Milieu in München kann denn auch ein Mann wie Adolf Hitler Fuß fassen und groß werden. Hitler kommt 1919 als Soldat nach München, wird von der Bayerischen Reichswehr als national zuverlässiger Schulungsredner eingesetzt. Mit Billigung seines Vorgesetzten tritt er in die Deutsche Arbeiterpartei ein, die damals nur eine von vielen kleinen Splitterorganisationen in München war. Hitler wird innerhalb kürzester Zeit zum populärsten Redner dieser kleinen Splitterorganisation. Seine aggressiven Tiraden gegen den Verrat der angeblichen Novemberverbrecher, damit ist die Revolution gemeint, gegen Juden und Bolschewisten, gegen die Republik, für eine nationale Wiedergeburt, werden begeistert bejubelt. Ich bin überzeugt, der Hitler, den wir kennen, ist in erster Linie ein Produkt der damaligen Stimmung und Verhältnisse in München. Angesehene Münchner Familien verschaffen Hitler Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und den Propagandaapparat der NSDAP auszubauen. Ohne diese Unterstützung wäre Hitler ein völlig unbedeutender Biersaalpropagandist geblieben. So aber gelingt es ihm, zu einem Faktor der bayerischen Politik zu werden, mit dem man rechnen muss, als 1923 im Januar mit dem Einmarsch französischer und belgischer Truppen ins Ruhrgebiet ein ganz entscheidendes Krisenjahr für die deutsche Demokratie beginnt. Die Empörung über den Einmarsch ist groß und die Reichsregierung ruft zum passiven Widerstand auf, muss aber schon bald erkennen, dass die Folgen dieses passiven Widerstands für die Staatskasse katastrophal sind. Die ohnehin schon hohe Inflation, so um die 20% vorher schon, also im Vergleich dazu ist das, was wir erlebt haben, auch schon in den Anfängen harmlos. Also die ohnehin schon hohe Inflation nimmt gewaltig Fahrt auf und doch ist dann eine Beendigung dieses passiven Widerstandes nicht zu denken, ohne dass man fürchten muss, die gesamte nationale Rechte in Aufruhr zu bringen. Und davor schreckt die bürgerliche Regierung damals zurück. Im Sommer treibt dann das Land in eine Hyperinflation mit gigantischen Ausmaßen. Und weil das nun wirklich gegen jeden gesunden Menschenverstand ist, dann den passiven Widerstand noch weiter aufrechtzuerhalten, kommt es schließlich zur Bildung einer großen Koalition, die von der Deutschen Volkspartei auf der Rechten bis zur SPD reicht. Gustav Stresemann wird Reichskanzler und beendet den passiven Widerstand. Die nationale Rechte tobt nicht nur gegen diesen schmählichen Verrat, gegen dieses Nachgeben gegenüber dem Erzfeind Frankreich. Sie will die Krise auch benutzen, um die verhasste Demokratie zu beseitigen. In Berlin denken deutschnationale Kreise an ein Direktorium, das ohne jede parlamentarische Kontrolle regieren soll. Und in Bayern plant die Machtelite um den Generalstaatskommissar Gustav von Kahr, die Berliner Regierung durch ein massives Aufgebot von Bewaffneten an der bayerischen Nordgrenze unter Druck zu setzen
und zum Rücktritt zu bewegen. Wenn nötig, soll mit einem Marsch auf Berlin gedroht und eine nationale Diktatur erzwungen werden. In diese Pläne ist auch Hitler mit seiner NSDAP und seiner SA eingebunden. Allerdings ist Hitler nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe dieses geplanten Staatsstreichs. Die eigentliche Gefahr geht im Herbst 1923 von der bayerischen Machtelite aus. Weil Hitler fürchtet, ausgebotet zu werden und nicht versteht, was da hinter den Kulissen vor sich geht, Generalstaatskommissar Kahr hatte seinen Landespolizeichef Seisser am 3. November nach Berlin geschickt, damit der dort mit dem Chef der Reichswehr und anderen wichtigen Leuten der politischen Rechten Gespräche führt. Und Seisser kam zurück mit der Information, Seeckt ist eher dafür, diesen Staatsstreich gemeinsam mit Ebert, dem Reichspräsidenten, durchzuführen und nicht in Form eines Putsches. Und außerdem ist er der Auffassung, wir müssten noch ein bisschen warten. Also mit dieser Info kommt Seisser aus Berlin zurück. Kahr informiert aber Hitler nicht darüber und Hitler versteht überhaupt nicht, warum die Männer, die vorher forsch mit ihm vorangeschritten sind, in Richtung auf den Putsch sogar so weit gegangen sind, dass sie die bayerische Reichswehrdivision auf Bayern vereidigt haben, in die Pflicht genommen haben. Es war der offene Verfassungsbruch, was Bayern damals gemacht hat. Und Hitler versteht das alles gar nicht mehr, hat den Eindruck, die zögern nur und will ihnen auf die Sprünge helfen. Und deswegen dieser Auftritt am 8. November im Bürgerbräukeller. Er fürchtet, ausgebotet zu werden, prescht vor, will Kahr und seine Verbündeten vor vollendete Tatsachen stellen, in der Hoffnung, dass die sich an diesem Putsch beteiligen, aber jetzt unter seiner, unter Hitlers Führung. Hitler ist völlig klar, als er das macht, dass er ohne die bayerische Reichswehr und ohne die bayerische Landespolizei auf völlig verlorenem Posten steht. Und der Putsch ist gescheitert in dem Moment, in dem Kahr sich dann im Verlauf der Nacht wieder vom Putsch distanziert. Bis heute wird die Legende verbreitet, der Generalstaatskommissar, der Landeskommandant Lossow und der Landespolizeichef Seisser hätten sich am 8. November im Bürgerbräukeller nur zum Schein darauf eingelassen, mit Hitler gemeinsame Sache zu machen. Ich sehe das aufgrund meiner Forschungen anders. Die drei waren an diesem Abend zunächst ernsthaft dabei und es ist auch falsch zu behaupten, sie hätten sofort Gegenmaßnahmen gegen den Putsch eingeleitet, als sie dazu die Möglichkeit hatten. Ich kann das auch nicht näher ausführen. Da muss ich Sie auf das Buch über den Hitlerputsch verweisen, das jetzt erschienen ist im Frühjahr. Der sogenannte Marsch auf die Feldherrnhalle, das klingt ja so zielorientiert, am 9. November ist jedenfalls nichts anderes als ein bewaffneter Demonstrationszug ohne jeden Sinn und Verstand. Hitler verbindet damit allenfalls die vage Hoffnung, die begeisterte Zustimmung der Münchner Bürger könnte am Ende doch Reichswehr und Landespolizei auf seine Seite bringen. Aber davon kann keine Rede sein. Und so ist es nicht so sehr der relativ dilettantische Putschversuch Hitlers, an den wir heute mit Blick auf den 9. November erinnern sollten, sondern vielmehr die Politik höchster Repräsentanten des Freistaats Bayern, die im Herbst 1923 fest entschlossen waren, die parlamentarische Demokratie durch eine nationale Diktatur zu ersetzen. Die nationalistische und monarchistische Rechte hat schon 1923 versucht, Hitler vor den eigenen Karren zu spannen. Dieser erste Versuch endete damals in einem Fiasko. Den zweiten Versuch haben sie dann 1933 unternommen und der hat in der Katastrophe geendet. Dass dieser zweite Versuch überhaupt erst möglich wurde, verdankt Hitler auch der bayerischen Justiz. Die ist bestrebt, die Hintergründe des Putsches möglichst im Dunkeln zu lassen. Hitler wird lediglich zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt. Das ist die geringstmögliche Strafe bei Hochverrat. Bereits zu Weihnachten 24 ist er wieder auf freiem Fuß. Und am 27. Februar 25 gründet er die NSDAP neu in genau dem Bürgerbräukeller, in dem der Putsch begonnen hat.
Der gescheiterte Hitlerputsch setzt dann auch einen Schlusspunkt unter all die anderen Diktaturpläne, die im Herbst 1923 im Umlauf waren. Bayern wird sich doch bewusst, dass es sich auf einen ziemlich gefährlichen Irrweg begeben hat. Es verabschiedet sich von Putschplänen und die Demokratie hat sich fürs Erste durchgesetzt. Die Weimarer Republik stabilisiert sich in der Folge. Es beginnt die Phase des Aufbruchs und der Neuerungen, die sogenannten goldenen 20er Jahre. Allgemein akzeptiert ist die Republik dennoch nicht. Das lässt sich jedes Jahr, wenn man etwa Tageszeitungen studiert, gut am 9. November studieren. Nur für die Sozialdemokratie und ihre Presse ist der Tag Jahr für Jahr ein Grund zum Feiern. Dagegen zeichnet die Presse der nationalen Rechten regelmäßig am 9. November ein Bild des Niedergangs als Folge der Demokratie. Die Blätter des deutschnationalen Pressezaren Alfred Hugenberg sprechen am 9. November gar von Landesverrat und von Novemberverbrechern, genau wie die Nationalsozialisten. Für die Propaganda der NSDAP hat der 9. November durch die Ereignisse des 9. November 1923 aber nun eine zusätzliche Bedeutung gewonnen. Es ist nicht nur der Tag, an dem man jedes Jahr seine Abneigung gegen die Republik demonstrieren kann, sondern Hitler macht den 9. November jetzt zum Trauertag der Bewegung, an dem der Märtyrer und Helden gedacht wird, die am 9. November 1923 vor der Feldherrnhalle gefallen seien. Ein völlig sinnloses Unternehmen deutet die NS-Propaganda also zum Heldenepos um. Und nach dem Machtantritt Hitlers im Jahr 1933 stilisiert sie es sogar zum Opfergang, der den großen Sieg von 1933 erst möglich gemacht habe. Jedes Jahr werden jetzt in München am 8. und 9. November gigantische Festivitäten inszeniert. Es werden die Blutzeugen der Bewegung geehrt. Auf dem Königsplatz in München baut man für die 16 toten Putschisten Ehrentempel, in denen sie angeblich ewige Wache halten sollen. 8 Sarkophage in jedem der Ehrentempel. Es gibt Bilder von gigantischen Aufmärschen in den Jahren 35 folgende, in denen diese gefallenen Märtyrer der Bewegung geehrt werden. Und wenn Sie Gelegenheit haben, mal alte Rundfunksendungen sich anzuschauen, zu hören, es ist eine wirklich gigantische Inszenierung, die jedes Jahr im Rundfunk stattfand. Das ganze Programm wurde am 8. und 9. November zugeschnitten auf diese Feierlichkeiten in München. Dieser geschichtspolitische Umgang mit dem 9. November ist perfide und verlogen, aber dennoch äußerst wirkungsvoll. Der 9. November avanciert zum höchsten Feiertag im nationalsozialistischen Jahreskalender. Aus dem ganzen Reich kommt das Führungspersonal der Partei nach München, um dabei zu sein und um Hitler höchstpersönlich zu begegnen, denn der ist bis in den Zweiten Weltkrieg hinein stets Mittelpunkt der Münchner Feierlichkeiten. Ausgerechnet am 9. November 1938 stirbt dann der Legationssekretär, den ein jüdischer Jugendlicher in der deutschen Botschaft in Paris mit Schüssen verletzt hat. Das bietet die Gelegenheit, einen Pogrom gegen die deutschen Juden auszulösen, den führende Nazis, allen voran Josef Goebbels, stimmungsmäßig schon seit Monaten vorbereitet hatten. Im März 1938 war der Anschluss Österreichs und Goebbels hat ab dem März 1938 mit großen Augen nach Wien geschaut, wo es Eichmann gelungen war, die Stadt praktisch judenfrei zu machen, in Anführungszeichen. Die Juden also dermaßen unter Druck zu setzen, dass sie Wien und auch das hinzugekommene Österreich weitgehend verlassen hatten. Und Goebbels schwebte vor, eine Inszenierung, die dazu führt, dass in Berlin Ähnliches passiert, wie das, was Eichmann in Wien gelungen war. Deswegen diese Inszenierung, die geplant war, schon Monate vorher. Es geht darum, im Kern
die schon seit Jahren entrechteten und drangsalierten jüdischen Deutschen mit aller Gewalt aus dem Land zu treiben, aber so aus dem Land zu treiben, dass sie möglichst ihr Vermögen zurücklassen und vorher dem Deutschen Reich übertragen. Sie sollen in panischer Angst nach dem Pogrom fliehen, möglichst alles zurücklassen. Der 9. November bietet eine ideale Plattform, um einen solchen Pogrom als Zorn des empörten Volkes zu inszenieren. Vielleicht ist es sogar die einzige im ganzen Jahresverlauf. Es gibt am 9. November regelmäßig abends einen Empfang Hitlers im Alten Rathaus. Und wer auch immer in der Partei oder in den Nebenorganisationen, Unterorganisationen der Partei etwas zu sagen hatte, der hat diese Gelegenheit genutzt, am 9. November nach München zu fahren, um Hitler persönlich zu begegnen, um gegebenenfalls auch ein Wort mit Hitler oder einem der anderen Nazis aus der ersten Reihe sprechen zu können. In dieser Versammlung der Haupt- und Nebenführer der Partei versteht jeder, was Goebbels ihnen zu sagen will, wenn er erklärt, niemand solle Gewaltmaßnahmen gegen die Juden vorbereiten oder auslösen. Wenn es aber spontan zu Aktionen gegen Juden komme, dann müsse man ihnen auch nicht entgegentreten. Er hat also nicht ausdrücklich erklärt, noch nicht mal mündlich ausdrücklich erklärt, zieht los und zündet die Synagogen an, sondern er hat es verklausuliert gesagt. Einen schriftlichen Befehl gibt es ohnehin nicht, aber jeder, der bei diesem Münchner Abend dabei war am 9. November, wusste genau, was von ihm erwartet wurde und entsprechend sind die in München versammelten Naziführer sofort an die Telefone gestürzt, als Goebbels Rede beendet war und haben das in Gang gesetzt, was wir heute bloß mit Ekel und Fassungslosigkeit und tiefster Scham auch als Rückfall in die Barbarei bezeichnen können. Es sind beileibe nicht nur SA-Schläger, die sich an der Gewaltorgie beteiligen, die sich dann in der Nacht vom 9. auf den 10. November überall in Deutschland ereignet. Nach neueren Schätzungen sollen etwa 10% der Bevölkerung entweder mitgemacht haben oder davon profitiert haben, Geschäfte geplündert haben und so weiter. 10%. Zur Wahrheit gehört aber auch, die Mehrheit der Deutschen lehnt diesen Pogrom ab. Die furchtbaren Bilder dieser Nacht und des folgenden Tages stoßen auch viele ab, die grundsätzlich mit der Entrechtung und Verfolgung der Juden in Deutschland durchaus einverstanden sind. Das zeigen die geheimen Stimmungsberichte des Sicherheitsdienstes der SS sehr deutlich. Das Regime reagiert darauf auch. Der Novemberpogrom war der furchtbarste und zugleich aber auch der letzte Ausbruch dieses Schläger- und Radau-Antisemitismus in Deutschland, wie ihn Goebbels repräsentiert und gewollt hat. Danach wird nicht mehr in aller Öffentlichkeit gebrandschatzt, geprügelt und gemordet, sondern in Konzentrationslagern, später in Vernichtungslagern im Osten, auch so, dass das Ganze möglichst den Blicken der einheimischen Bevölkerung entzogen war. Im Grunde vollzieht sich sogar mitten in dieser Nacht vom 9. auf den 10. November dieser Umschwung. Eingeleitet wird das Ganze durch diesen Prügel- und Radau-Antisemitismus im Stile Goebbels, aber noch im Verlauf der Nacht gibt Heydrich den Befehl heraus, 30.000 Juden im Reich zu verhaften, in Konzentrationslager zu verschleppen und so lange im KZ zu drangsalieren, unter Druck zu setzen, bis sie bereit sind, ihr Vermögen dem Deutschen Reich zu überschreiben. Erst dann sollten sie wieder freigelassen werden. Das heißt, wir haben diesen Umschwung vom Zerstören, wie er bei Goebbels da war, Geschäfte plündern, Synagogen anzünden, hin zu ganz kalter und zielorientierter Unterdrucksetzung der Juden bereits in dieser Nacht. Und das ist der Weg, der nachher weitergegangen wird, der dann am Ende in die Shoah mündet, nachdem auf der Wannsee-Konferenz die Vernichtung der europäischen Juden beschlossen worden war. Der 9. November des folgenden Jahres, wir waren jetzt gerade bei 38, 39 kommt jetzt, steht für ein ganz anderes Kapitel, an das wir dauerhaft erinnern sollten, weil Hitler zuverlässig
jedes Jahr in München ist und am Abend des 8. November vor den alten Kämpfern der Partei spricht, sieht der Kunstschreiner Georg Elser darin eine einmalige Gelegenheit für ein erfolgreiches Attentat auf Hitler und andere führende Nazis. Es gibt keinen anderen Termin im Jahresverlauf, bei dem man hätte ein Jahr vorher schon sagen können, Hitler wird im nächsten Jahr an diesem Tag um eine bestimmte Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein. Das war nur der 8. November, der dafür im Bürgerbräukeller in Frage kam. Und insofern hängt für mich diese Tat von Elser unmittelbar mit den Feierlichkeiten zusammen, die in München jedes Jahr stattfinden und damit mit dem 9. November im Kern. Die Geschichte dieses Bombenattentats ist in den vergangenen 40 Jahren vielfach beschrieben, auch verfilmt worden. Georg Elser hat gezeigt, was ein Einzelner erreichen kann, wenn er entschlossen ist, Diktatoren entgegenzutreten. Und seine Tat ist inzwischen wirklich in der deutschen Geschichtskultur auch angekommen. Es hat allerdings bei Elser lange gedauert. Ich komme aus dem Brenztal, aus dem auch Elser stammt, und kann mich noch gut erinnern, wie in meiner Jugendzeit über Elser geredet wurde, den man für einen Vaterlandsverräter gehalten hat und bei dem die Rede davon war, dass er ja ohnehin vielleicht ein Gestapo-Agent war. Das ist eine Legende, die Niemeyer in die Welt gesetzt hat. Nichts war dran an alledem, aber es hat lang gedauert bei Elser, muss man deutlich sagen. Und lang hat es auch gedauert, bis die Novemberpogrome von 1938 in unserer Geschichtskultur aufgenommen worden sind. Zunächst mal hat sich nach dem Ende der Nazi-Herrschaft wirklich niemand außer den kleinen Überbleibseln der jüdischen Gemeinden an die Novemberpogrome erinnert. Schon zu Beginn der 50er Jahre breitet sich ja in der westdeutschen Gesellschaft immer stärker so eine Schlussstrich-Mentalität aus. Man will sich nicht weiter mit der Nazi-Vergangenheit und den Verbrechen beschäftigen. Das Gedenken an diese Novemberpogrome wird rein den jüdischen Gemeinden überlassen und nach kommen dann gewerkschaftliche Organisationen mit dazu, aber staatliche Organe halten sich ungeheuer lang zurück. Es dauert bis ins Jahr 1978, bis zum ersten Mal ein deutscher Bundeskanzler bei einer zentralen Gedenkfeier spricht. Das war Helmut Schmidt damals in der Kölner Synagoge. Dann aber nach 1978 rücken die Novemberpogrome ins Zentrum des westdeutschen Erinnerns am 9. November. Ich zeichne den Prozess im Buch sehr genau nach. In der DDR erinnert man sich zunächst mal vor allem an die Novemberrevolution, aber natürlich ganz im Sinne der SED-KPD-Geschichtsschreibung, nach der die Novemberrevolution gescheitert ist, und zwar gescheitert am Verrat der SPD. Jahr für Jahr wird dem Volk am 9. November verkündet, in der DDR seien nun die Ziele der Novemberrevolution von 1918 verwirklicht. Nichts davon ist wahr, aber die Erinnerung an die Novemberrevolution dient eben in allererster Linie der geschichtspolitischen Legitimierung der DDR. Das Gedenken an die Novemberpogrome ist in der DDR eingebunden in die ganz allgemein gehaltene Erinnerung an die Opfer des Faschismus, unter denen selbstverständlich die Kommunisten an erster Stelle stehen. Eigenständige Gedenkfeiern gibt es nur von den jüdischen Gemeinden. Erst in den späten 70er Jahren, also parallel auch zur Entwicklung in der Bundesrepublik, beginnt auch in der DDR nach und nach die Erinnerung an die Pogrome, und die DDR beginnt ihrer historischen Verantwortung für die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands gerecht zu werden. Die friedliche Revolution in der DDR beendet dann dieses Kapitel auch. Der Sturz der Mauer in den späten Abendstunden des 9. November 1989 ist ja im Grunde das spektakuläre Symbol für das Ende des SED-Regimes und den Sieg dieser Revolution. Die Bilder gehen um die Welt mit den Tanzenden auf der Mauerkrone. Es ist ein neues Kapitel der Weltgeschichte, das scheinbar aufgemacht wird an dem Tag. Wir stellen sehr ernüchtert fest, so ganz neu ist das Kapitel nach 30 Jahren und doch nicht. Manches kommt einem sehr bekannt vor, wenn man heute in die Ukraine schaut. Unmittelbar danach, nach 1989,
kommt der Gedanke auf, den 9. November zum gemeinsamen Feiertag der beiden deutschen Staaten zu machen. Es gibt Fotos von jungen Männern, wie sie in Berlin Schilder der Straße des 17. Juni überkleben und daraus Straße des 9. November machen. Sofort gibt es aber auch Bedenken gegen einen solchen Feiertag. Wie soll das gehen, an ein und demselben Tag den Mauerfall feiern auf der einen Seite und der Novemberpogrome gedenken? Nicht nur die Juden in Deutschland fürchten, dass über kurz oder lang die Erinnerung an die Verbrechen ins Abseits geraten könnte. Als dann schon nach wenigen Wochen über die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten gesprochen wird, kommt der 9. November für die verantwortlichen Politiker nicht ernsthaft als Nationalfeiertag in Betracht, obwohl er in der Gesellschaft relativ viele Befürworter gefunden hat oder finden würde. Man hat sich schließlich für den 3. Oktober entschieden, den Tag, an dem die Länder der DDR nach Artikel 23 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beigetreten sind. Es war ein bürokratisches Datum und ist auch ein bürokratischer Feiertag letztlich geblieben. Emotionen oder gar republikanische Leidenschaften entfacht dieser 3. Oktober ja bisher nicht. Ganz anders der 9. November, der immer wieder in den vergangenen 30 Jahren auf sich aufmerksam gemacht hat. In mehr als 30 Jahren ist auch meines Erachtens manche Befürchtung zerstreut worden, die seinerzeit geäußert worden ist. Die Freude über den Mauerfall hat das Gedenken an die Novemberpogrome eben nicht geschmälert. Speziell in den letzten Jahren ist sogar ganz gut gelungen, an die Ereignisse des 9. November in ihrer ganzen Breite zu erinnern. Beispielhaft war da die Gedenkstunde, von der ich vorhin schon gesprochen habe, im Jahr 2018 im Bundestag, wo in erster Linie an die Novemberrevolution erinnert wurde, aber eben auch das Gedenken an 1938 nicht im Hintergrund stand. Und mehr noch war die Feier Gedenken zum 9. November im Schloss Bellevue vor 2 Jahren zum Beispiel dafür, wie es gelingen kann. Steinmeier hat damals eingeladen und es wurde erinnert an 1918, 1938, 1989 in einer Feierstunde, die allen drei Ereignissen meines Erachtens ganz gut gerecht geworden ist. Ich frage mich deshalb, wäre es nicht ein lohnendes Ziel, den 9. November zu einem nationalen Gedenktag zu erklären, einem Gedenktag wie schon der 27. Januar, ein Gedenktag ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus oder der 17. Juni als nationaler Gedenktag des deutschen Volkes. So könnte ich mir vorstellen, den 9. November auch zum Gedenktag zu machen. Das würde dem Tag mehr Gewicht in unserer Geschichtskultur geben und ihn als den Tag hervorheben, der mehr als jeder andere den langen, von furchtbaren Rückfällen in die Barbarei unterbrochenen, aber schließlich eben doch erfolgreichen Kampf um die Demokratie in Deutschland symbolisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass man an einem solchen Gedenktag in den Schulen und bei Veranstaltungen viele Geschichten vom Kampf um die Demokratie erzählen könnte. Geschichten von den schrecklichen Abgründen des Nationalismus auch, des Rassismus und des Antisemitismus, auch Geschichten vom Widerstand gegen die Diktatur, wenn ich an Elsa denke, Geschichten über die Gleichstellung der Frau in der deutschen Gesellschaft, Geschichten auch von der besonderen Verantwortung Deutschlands für die jüdischen Mitbürger und für die Sicherheit des Staates Israel. Auch das gehört ja über die Novemberpogrome mit hinein in den 9. November. Das Land könnte an einem solchen Gedenktag Jahr für Jahr und für jedermann sichtbar zeigen, wofür es steht, was Deutschland ausmacht. Dass wir in der Hinsicht offenbar zu wenig getan haben, zeigt sich zurzeit ja auch an manchen Demonstrationen, die in manchen Städten im Hinblick auf die Hamas stattfinden, wo der Terror der Hamas sogar noch gefeiert wird. Demokratie ist in diesen Jahren in Europa, auch in Europa, keineswegs selbstverständlich
und für alle Zeiten gesichert. Sie musste erkämpft werden und sie muss verteidigt werden, wenn sie Bestand haben soll. Daran erinnert der 9. November wirklich in aller Deutlichkeit. Täte es unserer Gesellschaft nicht gut, sich einmal im Jahr auf vielfältige Weise und an vielen Orten mit den historischen Grundlagen der Demokratie zu beschäftigen und sich auch zu demokratischen Werten zu bekennen. Hitler hat seinerzeit den 9. November für die NS-Propaganda gekapert, könnte man sagen, und den toten Putschisten aufs Denkmal in München geschrieben: und ihr habt doch gesiegt. Es gab auch Briefmarken, 38, auf denen das stand. Wäre es nicht an der Zeit, ihm jedes Jahr in aller Deutlichkeit zu widersprechen? Gesiegt haben am Ende eben doch nicht die Feinde der Demokratie, gesiegt haben die Demokraten. Und das soll und das wird so bleiben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Nies. Ganz lebendig, auch ohne Bilder, ohne PowerPoint-Präsentation, haben Sie uns durch den 9. November und die Geschichte des 20. Jahrhunderts geführt. Und tatsächlich, ja, die eine Frage, die ich gestellt habe, schon sehr engagiert beantwortet, wie wichtig der 9. November ist, was wir machen können. Aber ich möchte gerne die Runde öffnen und fragen, ob es Fragen im Raum gibt. Jetzt bin ich's, der guckt, dass er lauter alles zu hören bekommt. Ganz kleinen Moment, bitte. Ich hätte eine Frage. Legen Sie los. Ja. Okay. Irgendwie geistert in meinem Kopf dann doch die Frage rum, ist der 9. November 1989 dieser Datums, ist das jetzt Datumszusammenfall sozusagen, ist das ein Zufall aus Ihrer Sicht? Ja. Oder ist das auch in irgendeiner Form eine Zwangsläufigkeit? Es ist der reine Zufall. Der 9. November 1989 ist der reine Zufall. Da gibt es auch eine interessante Geschichte, die ich auch nicht kannte, bevor ich mich intensiver mit diesem Mauerfall beschäftigt habe. Können Sie eventuell auch im Buch nachlesen. Wie heißt er nochmal, der Pressemensch der DDR gewesen, der auf dieser Pressekonferenz, Schabowski. Es ist nicht Schabowski gewesen, davon bin ich inzwischen total überzeugt, nicht Schabowski gewesen, der dafür gesorgt hat, durch seine undisziplinierte und Blätterei und dem ab sofort gleich unverzüglich. Ich habe diese Rede von Schabowski bei der Pressekonferenz, ist auf YouTube inzwischen nachhörbar und auch zu sehen. Und wenn man die sich heute nochmal anguckt in Ruhe, dann hat der Schabowski überhaupt nichts Falsches gesagt. Schabowski hat genau das gesagt, was an dem Tag beschlossen worden ist mit der neuen Ausreiseregelung, dass nämlich Anträge gestellt werden müssen, wenn man ausreisen will, und dass diese Regelung, dass man nämlich Anträge stellen muss, ab sofort gilt. Das war richtig. Aber die Berichterstattung über diese Pressekonferenz, die hat sich im Verlauf des Abends entwickelt. Um 19 Uhr heute war noch völlig okay. Tagesschau war schon so, dass davon die Rede war, dass die Grenze der DDR geöffnet werden wird. Und der eigentliche Punkt ist dann Hans-Joachim Friedrichs gewesen, der damals die Tagesthemen moderiert hat. Die kam ein bisschen später, da war ein Fußballspiel an dem Abend. Und Friedrichs hat dann in den Tagesthemen erklärt, die Grenze der DDR ist offen. Und in dem Moment ging der eigentliche Sturm los. Bis dahin war es so, dass an den Grenzübergängen die Grenzbeamte der DDR immer noch in der Lage waren, die relativ kleinen Gruppen, die gekommen waren, weil sie es nicht so richtig verstanden hatten, worum es geht, zurückzuhalten. Aber nach den Tagesthemen war dann der Übergang Bornholmer Straße so überlaufen, die standen dermaßen unter Druck, dass der irgendwann mal gesagt hat, wir fluten jetzt. Und es hieß, wir machen einfach auf, wir kontrollieren nichts mehr und lassen die laufen. Wir haben keine andere Möglichkeit, dem entgegenzutreten. Also wenn man jetzt die Geschichte nur konzentriert auf diesen Abend des 9. November anschaut, dann war eigentlich Hans-Joachim Friedrichs und die Tagesthemenredaktion dafür verantwortlich, dass
die Mauer so gefallen ist, wie sie gefallen ist dann. Aber das ist natürlich ein völlig verengter Blickwinkel, das will ich sehr deutlich sagen. Man muss auf die Ereignisse in den Wochen davor gucken, wenn man verstehen will, was da los ist. Es war ja auch kein freiwilliger Akt, dass die SED sich dazu entschieden hat, die Grenzen zu öffnen, sondern sie waren dermaßen unter Druck der eigenen Bevölkerung und auch unter Druck etwa der Regierung der Tschechoslowakei, die nicht mehr diese Trabi-Kolonnen haben wollten, die bei ihnen durchs Land fuhren, weil sie da eine Möglichkeit hatten, dann doch in den Westen zu kommen. Also das alles muss man sehen. Im Kern ist der Mauerfall ein Ergebnis dieser friedlichen Revolution in der DDR, nur dass er am späten Abend des 9. November dann zufällig stattfindet, das ist eher Hans-Joachim Friedrichs zu verdanken als irgendjemand sonst. Alles andere hätte sich sonst zwei Tage später vollzogen. Zweite Frage. Sonst darf ich vielleicht mal also der 9. November ist sicher sehr wichtig und Sie haben es auch als Erinnerungsort und mit dem 27. Januar oder dem 17. Juni verglichen. Der 27. Januar ist kein Feiertag, sondern ein Erinnerungstag. Mir wäre der Gedanke des 9. November als Feiertag, an dem man auch was nachdenken kann und trotzdem feiern kann, sympathischer als dieses bürokratische Datum 3. Oktober. Aber würden vielleicht nicht damit die Mehrheit der Menschen in Deutschland überfordern? Also diese Befürchtungen eben, dass 89 alles andere überdeckt. Also würde eine Menge an politischer Bildung voraussetzen, damit sich die Menschen an einem Feiertag tatsächlich mit dieser Widersprüchlichkeit auseinandersetzen und sehen, woran wir alles erinnern. Spricht das nicht dagegen, gerade wenn man es mit Feiertagen wie dem 4. Juli in den USA oder 14. Juli in Frankreich vergleichen, wo ganz klar, wo das sehr positiv besetzt ist und eigentlich lediglich positiv? Ich habe darüber relativ lang nachgedacht, ob ich dafür eintreten soll, den 9. November anstelle des 3. Oktober zum Nationalfeiertag zu machen. Mich hat noch ein anderer Punkt, also ich gestehe es gerne zu, dass der 9. November niemals ein Feiertag wie etwa der Sturm auf die Bastille, der französische Nationalfeiertag oder der amerikanische sein könnte. Aber es gibt noch einen anderen Punkt. Staaten wechseln ihre Nationalfeiertage nicht ohne Grund. Also man steigt nicht aus dem einen aus und in den anderen ein, weil man den Eindruck hat, ach, der könnte besser passen. Das passiert nicht. Und wer realistischerweise im Hinblick auf den 9. November gerne etwas bewegen möchte, der kommt mit dieser Forderung, ihn zum Nationalfeiertag zu machen, ohnehin nicht weiter. Es gab seit 89 immer wieder Meinungsäußerungen, die in die Richtung gingen, lasst uns doch den 9. November machen. Schäuble hat irgendwann mal gesagt, hört doch auf, ich will nicht alle 5 Jahre darüber reden, ob der 9. November nicht der bessere Nationalfeiertag wäre. Da merkt man, dass so ein Datum dann auch in der Bürokratie eine gewisse Festigkeit entwickelt und dass man das nicht so leicht wegkriegt. Es muss aber auch gar nicht sein. Also was wir beide uns vorstellen, ist, dass dies ein Tag ist, an dem nachgedacht wird, an dem über freudige Ereignisse nachgedacht wird, aber auch über die schlimmen Seiten der deutschen Geschichte nachgedacht wird. Und das setzt eine Menge an Reflexion voraus. Das lässt sich mit einem Fest nicht erledigen, sondern man braucht den Kopf dazu. Und das heißt für mich, wir brauchen nicht den Nationalfeiertag, wir brauchen überhaupt keinen Feiertag. Also für mich wäre es schon ein Riesenfortschritt, wenn die Empfehlung, die die Kultusministerkonferenz, ich glaube 2009, gegeben hat, an jeder Schule am 9. November einen Projekttag zu machen, an dem Themen zum 9. November aufgearbeitet werden. Für mich wäre es schon ein Riesenfortschritt, wenn das tatsächlich, sagen wir mal, in der Hälfte der deutschen Gymnasien stattfinden würde. Es sind bisher nur ganz vereinzelt Schulen, die das tun, aber das wäre für mich das Richtige. Also ich kann ein Beispiel nennen, in Frankfurt gibt es das Lessing-Gymnasium. Die machen offenbar seit mindestens 6-7 Jahren immer am 9. November im Rahmen des Geschichtsunterrichts, der dann geblockt wird für die ganze Oberstufe, da sind dann 4-5 Klassen beisammen,
einen Vortrag zu einem Thema des 9. November mit anschließender Diskussion. Da wird vorher Material ausgegeben an die betreffenden Schüler, die bereiten sich vor, treten dann auch in eine Diskussion mit dem Referenten ein. Das ist für mich die Art und Weise, wie an Schulen sowas beispielhaft gelingen kann. Man kann es auch ganz anders machen und erfolgreich machen, aber so geht es beispielsweise. Und da wird man dann wirklich aufs Ganze gesehen, der Ambivalenz des 9. November auch gerecht. Und Ähnliches könnte ja auch an anderen Stellen passieren. Wir sollten die Pogromnacht nie vergessen im Kontext von Veranstaltungen, die zum 9. November stattfinden. Aber nicht jede Veranstaltung zum 9. November muss sich zwingend ausschließlich mit der Pogromnacht beschäftigen. Das wäre mein Plädoyer. Und das ist natürlich unendlich schwierig, weil wir im Bewusstsein der linksliberalen Öffentlichkeit die Vorstellung haben, Gottes Willen, vergesst nur ja die Pogromnacht nicht. Und jeder Versuch, mal über 89 zu reden oder über 18 zu reden, erscheint dann schon als Gefährdung des besonders wichtigen Nachdenkens über 38. Also da wäre eine gewisse Liberalisierung, wäre da meines Erachtens ganz sinnvoll, aber es muss immer nachdenklich sein und wir dürfen niemals an der Pogromnacht vorbeigehen. Also mir war gerade mit dem 1923er Putsch diese Bedeutung von Bayern und München nicht so klar, wie Sie das jetzt herausgestellt haben. Und wenn ich jetzt heute an die Wahlergebnisse in Bayern denke und dass da auch ein Parlamentarier wegen Volksverhetzung, also ein Haftbefehl ausgestellt ist wegen Volksverhetzung, der jetzt aber außer Vollzug gesetzt ist, also da gruselt es mich jetzt schon ein bisschen irgendwo. Wie sehen Sie das? Also wenn man jetzt die Geschichte von 23 oder von 20 bis 23 im Kopf hat, hat man natürlich bei Aiwangers Äußerungen nochmal einen ganz anderen Background, als wenn man den Freistaat nur für eine liberale Veranstaltung im Süden Deutschlands hält. Es ist eine irre Geschichte, was sich da in Bayern damals abgespielt hat. Und sie ist weitgehend unbekannt und das aus gutem Grund. Ich habe vorhin nur über den Hitlerprozess geredet. Der hätte eigentlich in Leipzig stattfinden müssen, dieser Prozess. Weil der Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik in Leipzig eingerichtet worden war. Und Bayern hat alles dran gesetzt, dass dieser Prozess eben nicht nach Leipzig kommt. Bayern hat alles dran gesetzt, dass dieser Prozess vor dem Volksgericht München I stattfindet. Diese Volksgerichte sind eigentlich ja, Gerichte gewesen, die aus der Revolutionszeit heraus entstanden sind. Schnellverfahren eigentlich, keine ordentliche Justiz. Bayern hatte sich auch zum damaligen Zeitpunkt schon verpflichtet, diese Volksgerichte wieder abzuschaffen. Am 1. April 1924 ist es dann passiert, am Tag der Urteilsverkündung im Hitlerprozess. Sie wollten diesen Prozess unter allen Umständen noch vor einem Volksgericht in München abhalten. Zur Erläuterung, gegen Urteile von Volksgerichten war keine Berufung möglich. Das war die erste und letzte Instanz. Von daher war klar, das Urteil, das da am 1. April 1924 verkündet wird, ist unabhängig davon, ob es rechtsbeugend ist, ob es Bestand haben würde vor einem Berufungsgericht. Es ist einfach gültig, es gibt keine Rechtsmittel. Und es war ein Urteil, das in vielfacher Weise das Recht absolut gebeugt hat. Also es geht schon damit los, dass Hitler noch eine Bewährungsstrafe hatte, als dieser Prozess stattfand. Wer noch eine Strafe zur Bewährung hat, darf im nächsten Verfahren nicht nochmal Bewährung kriegen und er muss seine zur Bewährung ausgesetzte Strafe dann erstmal auch nochmal absitzen. Heißt auf gut Deutsch, Hitler hätte 2 Monate die alte Strafe absitzen müssen und anschließend die Mindeststrafe für Hochverrat 5 Jahre. Wenn Sie jetzt mal nachrechnen, was das ganz praktisch bedeutet hätte, dann wäre 1928, 1929 wieder aus der Haftanstalt entlassen worden. Das heißt, all das, was wir kennen,
hätte niemals stattgefunden. Er hätte auch ausgewiesen werden müssen. Er war österreichischer Staatsbürger zu dem Zeitpunkt noch. Und das Gesetz zum Schutz der Republik hat eindeutig und ohne Spielraum festgehalten, ausländische Hochverräter sind auszuweisen aus dem Deutschen Reich. Der Richter hat sich darüber einfach weggesetzt nach dem Motto, einer, der so treu denkt, deutsch denkt und sich verhält, den kann man nicht ausweisen. Er hat im deutschen Heer gedient, also können wir ihn nicht ausweisen. Völlig unmöglich, so zu argumentieren, aber es ist halt passiert. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, dass es im Bayerischen Landtag einen Untersuchungsausschuss gab. Dieses Instrument des Untersuchungsausschusses war neu, erst in der Zeit der Weimarer Republik ist es eingeführt worden und es ist dem Abgeordneten Wilhelm Högner von der SPD gelungen, einen Untersuchungsausschuss einzurichten in München. Der ist zustande gekommen, weil die SPD gemeinsam mit dem Völkischen Block, das war die Nachfolgeorganisation der NSDAP, ein Interesse daran hatte, diese Machenschaften der bayerischen Machtelite aufzudröseln und publik zu machen. Dieser Ausschuss wurde eingesetzt im Jahr 24 noch und konnte dann leider bis zum Jahr 1927 die Unterlagen nicht einsehen, die er hätte zwingend einsehen müssen. Die Gerichtsprotokolle waren, also die Prozessprotokolle waren nicht zugänglich oder sind ständig in irgendeinem Ministerium gebraucht worden. Die Vernehmungen der Staatsanwaltschaft genauso. Ständig hat irgendeine amtliche Stelle diese Sachen gebraucht und sie standen leider dem Untersuchungsausschuss nicht zur Verfügung. Erst im Jahr 27, im Frühsommer, sind die Unterlagen dann rausgerückt worden. Högner hat das alles aufgearbeitet und es ist dann gerade noch mal gelungen, in der letzten Sitzung des Landtags vor den Neuwahlen im Mai 1928 die Thematik Hitlerputsch und die Vorgänge ab dem 26. September 1923 auf die Tagesordnung zu bringen. Das ging im Landtag relativ schnell ab. Högner hat kurz reden können, nicht sehr ausführlich, ich habe die Protokolle nachgelesen und der Bericht, den er erstellt hat, der war mehr als 1000 Seiten stark, hat zum Teil auf Quellen zurückgegriffen, die uns heute nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie nach 1933 vernichtet worden sind. Dieser Bericht, den er vorgelegt hat, hat diese Verwicklung von Karl, Lossow und Seisser in das ganze Unternehmen minutiös aufgelistet. Also vieles von dem, was ich Ihnen erzählt habe, steht in diesem Bericht drin. Der konnte leider dem Landtag aber nicht zur Verfügung gestellt werden, weil der ja so umfangreich war. Also aus Platzgründen war der in den Landtagsdrucksachen nicht unterzubringen. Und so war bis vor wenigen Tagen dieser Bericht zwar im Hauptstaatsarchiv einsehbar, wenn Sie wissenschaftliches Interesse zeigen konnten, aber war eigentlich nicht veröffentlicht. Jetzt hat das Bayerische Hauptstaatsarchiv sich entschieden, zum 100. Jahrestag diesen Bericht im Internet zugänglich zu machen. Also ich weiß nicht, ob schon passiert ist, ich vermute eigentlich fast, die werden ja nicht bis zum 9. November warten, bis der zugänglich wird, aber das ist wirklich ein Meilenstein, weil jetzt plötzlich zumindest dieser Minderheitenbericht von Högner zugänglich ist. Der Ausschuss hat sich natürlich, das kennen Sie vom Verfahren her, Untersuchungsausschuss bei uns, der hat sich natürlich niemals verständigen können auf den Bericht von Högner. Es gab zwei Berichte. Der eine Bericht der Mehrheit, Deutsche Bayerische Volkspartei und Bayerische Mittelpartei hat gesagt, alles in Ordnung, die hatten damit nichts zu tun. Und Högner hat, wie gesagt, diesen Sachverhalt völlig anders dargestellt. Ich will damit nur sagen, Bayern hat alles unternommen, um die Beteiligung der eigenen Mächtigen, der eigenen Regierung auch an diesem Putsch und an der Vorbereitung zu Hochverrat zu verhindern, zu behindern. Und im Laufe der Jahre ist das natürlich genauso weitergetrieben worden. Kein Mensch hat ein Rieseninteresse daran, in München das jetzt auf die Tagesordnung zu bringen. Ja,
Ja, ich war etwas überrascht über Ihre Aussage, es hätte zu den Pogromen eine Zustimmung von 10% der Bevölkerung damals gegeben. Ich war vor einigen 2-3 Jahren in Eisenach in dem Luthermuseum. Da war eine Auseinandersetzung über die Rolle der evangelischen Kirche, die die Pogrome gerechtfertigt hat und quasi unterstützt hat. Und wenn Sie dann, also es ist dann für mich ein bisschen Widerspruch, so eine relativ geringe Zustimmung von 10% und dann zumindest, was ich gelesen habe, Verlautbarung der evangelischen Kirche, die das in Zusammenhang gestellt hat mit dem Reformationstag und Buß- und Bettag und so. Also es ist nicht meine Zahl, die 10%, sondern sie stammt vom jetzigen Leiter des Historischen Museums in Berlin, Raphael Groß. Raphael Groß ist Schweizer Jude. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er dazu neigt, da eine falsche Zahl, also eine zu tief gegriffene Zahl zu publizieren. Und er sagt, 10%, das seien die aktuellen, die neuesten Schätzungen. Das Buch dürfte 4-5 Jahre alt sein, also auch nicht irgendwas, was jetzt weit zurückliegen würde, sodass ich das für eine absolut zuverlässige Quelle halte. Hätte Herr Gauland das Buch veröffentlicht, dann würde ich die 10% in Zweifel ziehen, aber nicht bei Raphael Groß. Sehr gut, aber wenn die evangelische Kirche in der Mehrheit als Organisation das rechtfertigt. Ja? Also ich glaube, dass Sie viele Institutionen finden, die diese Verfolgung von Juden im Prinzip gerechtfertigt haben. Die finden Sie schon, also diese Stimmungsberichte des SD, die sind weniger auf Institutionen bezogen, sondern den Nazis ging es im Prinzip darum, die Stimmung in der Bevölkerung zu erfassen mit diesen Stimmungsberichten. Und als solche sind sie jedenfalls nach Auffassungen auch von anderen renommierten Historikern absolut glaubwürdig. Also die Jeckel hat gemeinsam mit einem jüdischen Eberhard Jeckel, Historiker in Stuttgart, hat gemeinsam mit einem jüdischen Historiker diese Stimmungsberichte ausgewertet und kam aufgrund dieser Auswertung zur Überzeugung, dass die Mehrheit absolut gegen diese Pogrome war, und zwar auch Teile der Bevölkerung, die im Prinzip sehr einverstanden waren. Also die Rassegesetze von 35 akzeptiert haben, die auch Kampagnen kauft nicht bei Juden und sowas, alles mitgemacht haben, die sehr damit einverstanden waren, dass Juden nicht mehr als Rechtsanwälte und als Ärzte arbeiten durften. Das alles, ja, hat man akzeptiert, aber dass man das nach des Nächtens loszieht, jüdische Geschäfte plündert, Synagogen anzündet, Juden misshandelt und das alles vor den Augen der Öffentlichkeit, das war es, was auf Widerspruch gestoßen ist. Ich habe eine Frage. Sie haben erwähnt, dass am Vortage des 9. November 1938 in Frankreich, in Paris, ein Attentat stattfand. Haben die Nazis dieses Attentat jetzt als Anlass benutzt oder hätte es den 9. November 1938 auch ohne dieses Attentat gegeben? Und wurde das Datum 9. November im Blick auf den 9. November 1923 von den Nazis arrangiert? Also Letzteres, glaube ich, kann man ausschließen. Sie waren immer gut darin, Dinge, die passiert sind, zu benutzen, schnell zu reagieren und zu benutzen. Ich bin überzeugt davon, dass es so oder so, unabhängig von Herschel Grünspan und diesem Attentat in München, in Paris, dass es so oder so Pogrome gegeben hätte. Ich habe das vorhin versucht zu erläutern, dass vor allem Goebbels dahinter steckte, diese Pogrome zu inszenieren. Es hätte die vermutlich so oder so gegeben. Ob am 9. November ist natürlich hochspekulativ. Also ich bin nur davon überzeugt, dass im Pogrom, also Sie können schlecht
einen Befehl rausgeben, einen schriftlichen Befehl, der Volkszorn möge doch an irgendeinem Datum zuschlagen und Synagogen anzünden. Wenn Sie das schriftlich formulieren, ist jedem Menschen sofort klar, dass es sich nicht um Volkszorn, sondern um eine Anordnung der Partei handelt. Also schriftlich fällt weg. Mündlich schwierig, rein operativ sehr schwierig, sowas im ganzen Reich zu inszenieren. Ich glaube, dass in der Tat diese Veranstaltung am Abend des 9. November in München zumindest die beste Gelegenheit war, im ganzen Jahresverlauf einen solchen reichsweiten Pogrom zu inszenieren, so dass er dem naiven Betrachter als Ausbruch des Volkszorns erscheinen konnte. Aber es ist natürlich alles etwas spekulativ. Ich bin bloß andererseits auch der festen Überzeugung, dass nicht der Tod des Legationssekretärs am 9. November 1938 die Ursache dieses Pogroms war, mitnichten. Die hatten das längst vor. Ich möchte noch mal zu München als Hauptstadt der Bewegung zu sprechen kommen. Wie erklären Sie sich, dass 1919 da in dieser Gesellschaft mit Hauptstadt der Bewegung ist es später geworden, eine Räterepublik entstehen konnte? Na, vielleicht wird umgekehrt sogar ein Schuh draus. Also ich habe mich immer wieder beim Blick auf Bayern gefragt, wie war das überhaupt möglich, dass Eisner am 7. November da bei einem Demonstrationszug dann die Macht übernehmen konnte, einen Arbeiter- und Soldatenrat installieren konnte. Im Grunde war die Zeit einfach reif dafür. Jetzt zunächst mal, was Eisner angeht und den November angeht, da war die Zeit einfach reif dafür. Und dann war selbst ein so strukturiertes Land wie Bayern, zumindest in der Hauptstadt in München, reif, so eine Revolution zu erleben. Im Bergland, in Oberbayern oder auch in Unterbayern, ist vermutlich schon diese Revolution, die Eisner im November 18 durchgeführt hat, eher schwierig gewesen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die ländliche Bevölkerung mit dieser Revolution, mit dieser Republik, mit diesem Freistaat eigentlich gar nichts am Hut hatte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Ermordung von Eisner im Februar 19 natürlich in München die ganzen Leidenschaften auch aufgeputscht hat. Diese Räterepublik, die dann ausgerufen wird Anfang April, die wäre niemals zustande gekommen ohne diesen Mord an Eisner. Wenn Eisner nicht ermordet worden wäre im Februar, dann wäre vermutlich die Geschichte in Bayern ähnlich abgelaufen wie in Württemberg oder wie in Baden, dass diese Republik eine liberale Grundierung gehabt hätte, dass es nicht zu irgendwelchen heftigen Gewalttätigkeiten gekommen wäre, wie man sie dann andererseits in den Industrieregionen hatte, also Berlin, Sachsen und so weiter. Aber es wäre nie zu dieser Räterepublik gekommen, die ja manchmal heute noch irgendwie glorifiziert wird, die aber natürlich unter dem Aspekt der Demokratie in Deutschland ein völliger Irrweg war. Sind ja in der ersten Phase sind es vor allem Literaten gewesen, Landauer, Toller und so weiter, die sich für diese Räterepublik stark gemacht haben, die dann auch wichtige Funktionen inne hatten und nach zwei Wochen eigentlich alles gegen die Wand gefahren hätten, wären dann nicht die Kommunisten eingestiegen in diese Räterepublik. Aber am Ende ist sie nach vier Wochen vorbei gewesen, hat aber dann doch die vermutlich ohnehin vorhandenen Ressentiments gegen die Republik und gegen das Neue in der ländlichen Bevölkerung natürlich ganz stark nochmal hochgepusht. Aber man darf auch, glaube ich, München da nicht unterschätzen als Stadt. Also wir haben uns heute daran gewöhnt, dass München im Prinzip so eine kleine, früher war es zumindest so eine kleine rote Insel im Schwarzen Meer war, neben Nürnberg. Aber die Zeiten sind inzwischen ja auch vorbei, davon kann keine Rede sein. Nur
Interessant ist vielleicht, wenn man an die Stimmung in München denkt, wie die Wahlen zum Bayerischen Landtag im Jahr 1924 in München ausgegangen sind. Die NSDAP war verboten, Hitler saß in Landsberg. Es trat ein völkischer Block an, der Nachfolgeorganisation der NSDAP war. Und der hat in München bei dieser Landtagswahl 32% oder 33% der Stimmen gekriegt. Mehr als Kommunisten und Sozialdemokraten gemeinsam. Das war München im Jahr 1924. Also da gab es eine Menge an Zustimmung für das Gedankengut, für das Hitler damals stand. Gut, ich sehe keine Wortmeldung mehr, dann bleibt mir nur noch zu danken für Ihren Vortrag. Auch vielen Dank, wir sind ja im Archivum, aber dem Stadtarchiv Mannheims, dass Sie uns bei der Replik auf die Frage zu dem Prozess um den Hitlerputsch auch an die Verantwortung oder an die Macht von uns Archivarinnen und Archivare erinnert haben. Es ist Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen in München, dass jetzt 100 Jahre später die Sache öffentlich machen und die auch nachlesbar machen. Das zeigt aber auch, wie wichtig Archive sind. Sie merken, Archivgeschichte ist spannend, Geschichte generell ist spannend. Und ich weiß, dass Herr Nies auch spannend schreiben kann. Von daher nochmal die Erinnerung, es gibt draußen einen kleinen Büchertisch und Sie können Publikationen von Herrn Nies, aber auch von unserem Archivum erstehen. Vielen Dank. Vielen Dank.